Das Besondere an der Atmosphere-Label ist, dass wir erstmals versuchen, Nachhaltigkeit in nur einer Kennzahl darzustellen. Das heißt, die Prozentzahl gibt an, wie weit wir in der Erreichung der Klimaziele bis zum Jahr 2030 sind und damit auch in der Erreichung unserer eigenen Ziele der Manage-to-Green-Strategie, die besagt, dass wir bis zum Jahr 2050 mit dem Gebäudebestand klimaneutral werden wollen. Besonders ist auch, dass wir erstmals in dieser einen Kennzahl die echten Verbrauchswerte einer Immobilie ins Verhältnis setzen zum Klimapfad. Das Besondere besteht in der Förderung von Kommunikation letztlich im gesamten Wertschöpfungsprozess. Vom Investmentmanagement über das Assetmanagement bis rüber zum Mieter und runter in den Heizungskeller der Facility Manager müssen wirklich alle miteinander sprechen, um das Gebäude weiter zu optimieren. Und das ist neu, das ist auch dringend notwendig, weil Klimaschutz tatsächlich nur kooperativ umgesetzt werden kann. Das Thema Klimawandel ist in aller Munde, in der Gesellschaft relevant und wir müssen uns dem einfach stellen, denn der Gebäudebereich hat einen großen Anteil an den CO2-Emissionen. Wir haben darauf geachtet, dass das Label möglichst einfach gehalten ist und auch Mitbewerber einsteigen können in das Label. Das heißt, dass jeder in der Branche eigentlich Themen hat, die in diesem Label eine Relevanz haben, die er bedienen kann. Für den Mieter stellt das Atmosphere-Label ja letztlich ein Angebot zur Kooperation dar. Sowohl auf dem Weg zu mehr Klimaschutz, wie auch auf dem Weg zu geringeren Nebenkosten. Letztlich ist das ja etwas, was den Mieter am Ende motiviert, um mitzumachen. Neben den Anforderungen, die vor allen Dingen international agierende Großmieter auch in Richtung Klimaschutz zukünftig werden erfüllen müssen. Insofern wird er dankbar sein, wenn sein Vermieter, der Gebäudeeigentümer, mit so einem Angebot auf ihn zukommt.